Miku Sophie Kümel hat ihren ersten Roman geschrieben. Ihr Debüt, 300 Seiten schwer, handelt von einem Beziehungsgeflecht. Vier Figuren und ein Haus am See. Wahlverwandtschaften heute. Ein schwules Paar aus Berlin, ein Freund, dessen Tochter. Und ein Wochenende als Rahmen für ein intimes Spiel mit Lügen, Lust und Liebe, die unerwartet zu Ende geht. Dieses Vexierspiel so von Perspektiven, Wahrnehmungen, wie man Situationen und Erinnerungen interpretiert, wie unterschiedliche Erinnerungen und Wahrnehmungen sein können, das war was, was für mich ganz wichtig war. Irrungen, Wirrungen. Wer liebt wen oder wer wen nicht mehr? Unter den märkischen Sand hat die Autorin einen zweiten Boden eingezogen. Japanische Zen-Philosophie. Kintsugi. Wo kaputte Dinge mit Goldstaub repariert, wo Risse nicht verschwiegen, sondern ausgestellt werden. Aus vier Perspektiven setzt sie ihren Roman zusammen. Wie geht man mit Scherben, mit Brüchen um im Leben? So eine Herangehensweise, so dieses achtsame, vorsichtige Zusammensetzen mit Ruhe, mit Zeit, etwas wieder zusammenfügen, aber eben auch noch etwas hinzufügen, so dass es sich verändert, wertvoller wird und nochmal ganz neu erscheint. Und im zen-buddhistischen Sinne bedeutet Schönheit eher, dass man an etwas sehen kann, dass die Zeit vergeht. Scheitern, Brüche als Teil des Lebens. Davon schreibt Miku Sophie Kümel. Ohne Pathos, ganz leger.